Angefangen habe ich 2007 als Lehrling und ich habe mich einfach in den ersten Jahren immer weiterentwickeln können. Und meinen ersten kleinen Karriereschritt habe ich dann gemacht, wie ein Teamleader von einem Telefonverkaufsteam da in Wels geworden bin. Wenn man als Mitarbeiter motiviert ist, dann gibt es in der Firma Holter sehr, sehr viele Möglichkeiten, Karriere zu machen. Auf der einen Seite gibt es zum Beispiel ein Nachwuchsführungskräfteprogramm, in dem junge, aufstrebende Mitarbeiter in Richtung Führungskarriere gebracht werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Fachkarrieren anzustreben, in denen man keine direkte Mitarbeiterverantwortung hat, die aber auch eine sehr hochgeschätzte Position im Unternehmen einnehmen. Die Holter Akademie ist verantwortlich für verschiedene Seminare, Veranstaltungen, Mitarbeiter-Events und natürlich die ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten, die es im Haus Holter gibt. Es kommt einmal jährlich ein Katalog raus, auf den freuen sich dann sehr viele Mitarbeiter und sind sehr gespannt auf die Angebote, die der ganze Katalog bietet. Bei uns macht sie die Führungskraft mit seinen Mitarbeitern, die Mitarbeiterjahresgespräche einfach aus. Ich tue das immer so handhaben, dass ich am Anfang vom Jahr einfach Termine vergibe, über das ganze Jahr über und fahre dann eben in die Standorte hin und halte das Gespräch. Alle Ideen, die von Mitarbeitern eingebracht werden, werden sehr, sehr gern gesehen und auch erwünscht. Also man kann jederzeit zu seinem Vorgesetzten, aber auch jetzt zum Beispiel zum Prozessmanagement kommen, Ideen einreichen. Die werden dann begutachtet und werden dann, sofern es irgendwo relevant ist, natürlich umgesetzt.